Ich sitze hier wieder, weil die Sonne wieder scheint. Es wird Gott sei Dank ein bisschen wärmer. Das Wetter war ein bisschen schlimm die letzte Zeit. Aber ich musste in die Stadt und ein paar Besorgungen machen und habe dabei auch ein bisschen Beauty-Kram gekauft. Keine Ahnung. Ich dachte mir, vielleicht möchte ich einen kollektiven Raubzug machen, weil es viele von euch draußen gibt, die Raubzüge mögen. Und ich liebe Raubzüge auch selbst total. Also die gucke ich voll gern. Ich weiß, ich habe ziemlich vieles in der Warteschleife. Ich wollte schon ewig meine Foundation-Routine machen oder ein Update zu meinen Haaren geben. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe auch die anderen Anfragen nicht vergessen. Ich bin einfach nur noch nicht dazu gekommen. Aber ich hoffe, ich schaffe das jetzt die Tage mal, weil ich will das schon ziemlich lange. Und ich komme einfach noch nicht dazu. Am besten fange ich dann auch gleich an. Ich war bei Esprit, weil ich ein neues Oberteil brauchte. Und ich wollte mal etwas kaufen, was nicht schwarz ist. Ich trage sehr gerne schwarz. Also das kann man so, glaube ich, stehen lassen. Und ich denke auch nicht, dass schwarz mir nicht steht oder so. Aber ich denke, dass ich auch mal wieder was anderes tragen kann. Und da ich so auf Marine stehe, habe ich mir so ein Marine-Pullover gekauft. Von Esprit. 100% Baumwolle. Und der ist total schön. Ich habe das auch getwittert. Also, ich verlinke euch das mal in der Infobox. Dann könnt ihr mal sehen, wie der on aussieht. Will jetzt auch mal wieder nicht schneiden. Und lustigerweise, jedes Mal, wenn ich ein Video mit ich will mal wieder nicht schneiden anfange, schneide ich dann doch wieder, weil es, keine Ahnung, 20 Minuten lang ist oder so. Ich habe noch andere praktische Sachen gekauft, wie Socken. Weil ich das Gefühl habe, dass meine Socken nachts irgendwie aus meiner Schublade krabbeln und in irgendwelche Ecken verschwinden und da dann fortan ihr Leben führen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich kaufe regelmäßig Socken. Genauso ist es mit Haargummis. Ich war wieder bei H&M. Ich kaufe mal die hier von H&M. Haargummis sind auch Sachen, die einfach verschwinden. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man benutzt ein Haargummi, man macht sich mal einen Pferdeschwanz, man packt es weg, man findet es niemals wieder. Haargummis sind ein absolutes Mysterium. Und weil ich ganz genau weiß, dass ich sie eh wieder verbasel, kaufe ich auch immer nur die von H&M. Oh, und dieses Haar sieht aus wie Pups, weil gestern wieder Schnee war. Und Schnee und meine Haare ist so ein bisschen... Ich zerstöre dich! Also, das habe ich immer. Und ich kriege es jetzt auch nicht weg, aber ich sehe es auch nicht ein, mir deswegen die Haare jetzt zu waschen. So, nur deswegen, das ist ungesund. Okay, aber zu den Haaren mehr ein anderes Mal. So, dann glaube ich, erzähle ich erst was zu den Nagellacken. Ich habe zwei neue Nagellacke besorgt, und zwar die beiden. Das ist der, den ich vorher schon hatte. Das ist der 015 Gracious von P2. Oh, ich hoffe, ich blende euch nicht. Der sieht so aus. Und hat meine Kamera gerade ein komisches Geräusch gemacht? Probier ich es nochmal. Krass. Oh, wie peinlich. Ja, das war Mara. Hallo Mara. Ja. Ja. Ja, das ist mein Klingelton und ja, ich mag Lady Gaga. Die Kamera hat voll das komische Zooming-Geräusch gemacht. Funktioniert es jetzt nochmal? Ja, krass. Ich bin fasziniert. Okay, also. Das ist ja so eine meiner absoluten Lieblingsfarben, weil das so ein schönes Mauve-Flieder-Altrosa ist. So, und das ist eine Farbe von H&M, die heißt Boho Chicomania. Und ich habe sie gesehen und ich fand sie wunderschön und sehr einzigartig. Und dann hatte ich ein bisschen Angst, dass sie einander zu ähnlich sehen. Aber wenn man sie nebeneinander stellt, dann sieht man, dass der hier viel, viel bräunlicher ist. Und ich finde ihn wunderschön. Und dann habe ich noch von Lilliput, also Kron Lilliput Nagellack gekauft. Diese Sonne geht mir arg auf den Senkel. Prinzessin ist die Farbe. Und den fand ich wunderschön, so rosa, unschuldig. Also habe ich praktisch dieselbe Farbfamilie wieder aufgegriffen, aber in einer anderen Variation. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn Boho Chicomania gut aussieht auf den Fingernägeln, dass das dann eindeutig eine innige, heiße Liebe werden wird. Okay. Dann wollte ich euch noch erzählen von
diesem Lipgloss. Ich kann sehr viel über diesen Lipgloss erzählen. Das ist der Lipgloss aus der neuesten MAC LE und ich schreibe euch den Namen in die Infobox, weil ich es jedes Mal wieder vertausche, in welcher Reihenfolge das ist. Auf jeden Fall ist das die mit den halbwegs neutralen Tönen und das ist Glamour for All. Ich zeige euch den mal so. Und ich mache euch auch mal eben einen Swatch auf den Handrücken. Falls ihr einen Swatch sehen wollt auf den Lippen, dann verlinke ich euch mal die Frag die Gurus Seite. Frag die Gurus. Das war sehr schön ausgesprochen. Also, das ist ein unglaublich schönes altrosa Mauve Flieder. Bei hellen Hauttypen, glaube ich, wunderbar. Und ich habe noch nie einen Lipgloss erlebt, der in der Flasche, also in dem, der in der Verpackung so schön milchig, cremig aussah und dann auf den Lippen auch. Das hat mich total umgehauen. Der lässt sich super toll auftragen, der ist richtig cremig, der deckt auch total schön, der hält total super, also die Farbe ist einfach genial. Also ich habe mich schwer verliebt. Ich bin dann gleich am nächsten Tag wieder in die Stadt und habe Backups gekauft. Und das einzige Mal, dass ich ein Backup gekauft habe, war mit MAC Feline Coal Power. Und das ist so ziemlich der beste Kajal auf dieser Erde. Ich habe richtig Panik, dass der nie wiederkommt, weil ich den wunderschön finde. Und ich glaube, für mich ist er so mein Alltagsrosa, weil so richtiges Knallrosa, das beißt sich so ein bisschen mit meinen Haaren und wenn man ihn dann drauf hat, dann sieht er nicht wirklich rosa aus, sondern eher so ein bisschen durchsichtig mit etwas Schimmer. Aber das hier ist wirklich eine Farbe und ich finde auch, dass das einer der ersten Lipglosse ist, die ich jemals gesehen habe, die auch auf Lippenstift drüber total gut aussahen. Also der sieht auf Lippenstift fast noch besser aus. Ich bin total erschüttert davon, wie sehr ich den mag. Und ich rate allen, den wenigstens mal anzugucken. Ich weiß nicht, inwiefern der online noch zu haben ist. Ich behaupte, und ich glaube, das kann ich auch guten Gewissens sagen, dass das der schönste Gloss ist, den ich je gesehen habe. Es ist so ein bisschen eine Farbe, die schon mit der eigenen Lippenfarbe harmoniert. Zumindest bei mir. Und dann nimmt sie die aber trotzdem so ein bisschen zurück, die Lippen. Und das sieht aus wie so ein rosa Nude, wie so ein Mauve Altrosa Nude. Also man kann es schon auch tragen zu richtigen Augen-Make-ups. Ich würde es jetzt nicht unbedingt jetzt zu blau tragen oder so, aber falls ihr ein bisschen kräftiger mit Braun arbeitet am Auge oder so, dann könnt ihr das eindeutig auch tragen. Und ich finde, das macht ihn noch besser, ein Alltagsrosa Nude. Und Coco wird mich auslachen für die Backups, weil sie sagen wird, du kriegst ein Lipgloss niemals leer. Weiß ich nicht. Ich habe auch noch nie einen Lipgloss so sehr gemocht wie den hier. Und gerade diejenigen von euch, die irgendwie helle Haut haben oder so, ich glaube, da sieht er am besten aus. Aber ich habe ihn noch nicht an dunkleren Personen gesehen. Deswegen. Oh, und ein Swatch findet ihr auf Frag die Gurus. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Aber auch auf den Lippen. Ja. Ich glaube, für mehr habe ich jetzt auch nicht Zeit. Falls ihr noch Anfragen habt oder so, sammelt die alle in der Kommentarsektion. Ich habe eh schon eine Liste geschrieben, aber falls da irgendwas noch nicht drauf ist oder so, kann ich es noch dazu addieren. Ach ja, ein Video über Nude-Lippenstift wird es auch demnächst geben. Ich musste zuerst eine komplette, vollständige Meinung bilden, fabrizieren in meinem Hirn zusammenklammern. Aber ich glaube, ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr. Yay, ich kann jetzt Mara zurückrufen.